Ein wenig abgedreht ist die Idee schon. Auf dem Pirner Weihnachtsmarkt steht in diesem Jahr ein roter Flitzer. Das Autohaus Pirner präsentiert zwischen Bratwurstbude und Pfefferkuchenstand den neuen VW ab. Es war ja auch unsere Absicht, dass wir gesagt haben, wir verlosen ein Auto und wir wollen, dass die Leute das sehen. Sie wollen es sehen können. Sie sollen ja nicht einfach los für 2 Euro kaufen und dann hier völlig nicht wissen, für was das sein soll. Und deshalb haben wir uns gedacht, das Auto, das ist klein, das ist kein Problem, das stellen wir einfach mit auf den Auto, also mit auf den Weihnachtsmarkt. Und deshalb steht es auch hier. Und wir haben den Stand trotzdem ziemlich weihnachtlich gestaltet und ich denke schon, dass das zusammenpasst. Der wohl ausgefallenste Stand auf dem Pirner Weihnachtsmarkt ist ein Azubi-Projekt. Seit 3 Monaten planen die Nachwuchskräfte aus dem Autohaus Pirner die große Werbeshow. Der Stand im frechen Abdesign stellt den neuen VW in den Mittelpunkt. Also der Ab ist auf jeden Fall sehr zukunftsorientiert, ja, ist jetzt erst neu rausgekommen. Von der Größe her muss man sagen, dass er ungefähr an die 3,72 Meter lang ist, dieselbe Länge wie der Lupo. Vom Design her wunderbar, sehr schick. Und die teure Variante, die halt sich so um die 12.000 Euro beruht, hat halt auch viele Extras mit drin, wo man jetzt sagen kann, Nebelscheinwerfer, Sitzheizung, Navigationssystem, also eigentlich alles das, was man sich von einem heutzutage kaufenden Auto eigentlich so wünscht. Auffallen soll er, auffallen tut er. Schließlich gehört der rote Ab schon in wenigen Wochen einem neuen Besitzer. Alle Besucher des Pirner Weihnachtsmarktes können an der großen Verlosung teilnehmen. Der 17. Dezember ist Stichtag, dann wird der VW Ab vom Autohaus Pirner auf dem Weihnachtsmarkt verlost. Also die Leute kommen einfach zu uns an den Stand heran. Wenn sie natürlich Informationen über das Auto wollen, bekommen sie die einerseits von uns, andererseits haben sie es auch von hier gar nicht weit ins Autohaus. Dort steht dann ein zweiter Ab, den sie dann einfach auch von innen sich angucken können und von dem Verkäufer sich beraten lassen können. Ja, und dann brauchen sie hier nur ein Los für 2 Euro kaufen, wovon wir noch 50 Cent für karitative Zwecke spenden und das Los einfach nur ausfüllen mit dem Namen, der Adresse und dann müssen sie zur Verlosung kommen, ihre Losnummer hochzeigen, wenn sie gezogen werden und schon dann sind sie der glückliche Gewinner. Das ist ganz einfach. Lose zu je 2 Euro gibt es täglich am Autohaus Pirner Stand auf dem Weihnachtsmarkt und natürlich auch ein leckeres Heißgetränk. Die netten Azubis hoffen auf viele Besucher und auf die richtige Adventsstimmung. Was halt noch sehr schön wäre, wäre noch ein bisschen Schnee. Also es würde das Feeling von Weihnachten und jetzt Dezember um einiges steigern. Pirners Weihnachtsmarkt besuchen und den neuen VW abgewinnen. Das große Autohaus Pirner Gewinnspiel täglich bis zum 17. Dezember. Einfach abgefahren.